Herzlich willkommen bei Sinneswiss, eurem Podcast für Film und Fernsehen und Serien auf Schweizerdeutsch. Lange ist es auch, weil ich wieder geredet habe, man merkt es. Wer bist du eigentlich? Keine Ahnung. Haben wir wieder einen Gast? Die Tür ist offen, ich bin mal reingekommen und gesehen, es gibt Bier. Oh, das gibt's. Und von wo gibt es das Bier? Ja, von Uli Bier, also von der Frau Rehe Fischerstube. Ein feines Uli. Seit 1974, in Basel daheim. Voilà, verköstet unsere Gaumen. Verköstet unsere Gaumen? Also das Bier dort uns trinken? Egal. Ja, mach weiter. Vorstellung ist heiß. Genau, warum machen wir da? Zum Bier trinken. Und zum über eine Hausaufgabe-Folge von mir zu quasseln. Und zwar der Power of the Dog. Und mit dabei ist auch unser Spike. Hallo zusammen. Und Alex. Das bin ich. Und der Hill. Hallo. Jawohl, Power of the Dogs. Was? Wie heißt der? Power of the Dogs. The Power of the Dog. Jawohl. Ich soll ich Dog sagen? Keine Ahnung. Das weiß niemand. The Dog. Western-Drama aus dem 21. IMDb 6,9 von 10. Finde ich jetzt schon ein bisschen... Ja, aber... Wenn die Leute das so sehen. 2 Stunden und 6 Minuten gibt es auf Netflix zu streamen. Film basiert auf dem Roman von... Roman von Thomas Savage, «The Power of the Dog» von 67. Regie und Drehbuch hat Jane Campion geschrieben, Regie gemacht. Die hat noch gemacht, jetzt noch das Piano 93, Portrait of a Lady 96. Ist ja sonst nicht so mini. Ich würde nicht sagen, es ist die Genre, die sie bedient normalerweise. Nein, ja. Nein. Ich habe zuerst das Piano gedacht, ah, das ist doch, nein, das ist der Pianist gewesen. Ja. Yeah. Ah, das ist nicht der Gesang. Nein. Verdammt, das Piano, Anna Paquin. Ja, egal. Ja. Ja, ja, ja. Schauspieler. Benedict Cumberbatch. Ich finde den Namen immer so lustig. Cumberbatch. Ja, ja. Richtig ausgesprochen. Nein. Gut. Mach weiter. Spielt Dodo Phil. Ihn kennt man auch, also er spielt viel Barbank. Kennt man aus dem Sherlock, aus der TV-Serie, also da kenne ich ihn vor allem. Ich glaube, das ist, wo mir aufgefallen ist, das erste Mal. Und sicher jetzt groß Doctor Strange. Mhm. Aber auch noch ganz viele andere. Kirsten Dunst spielt Rosie Gordon. Interview mit einem Vampir, ich glaube, das war das erste gewesen, aus dem 94. Das erste Mal gesehen, ja. Ich glaube, ihre erste Rolle, wenn es mir recht ist. Ja, ich glaube, sie hat vorher noch was, aber das ist wirklich so das Große. Mhm. Jumanji aus dem 95. Melancholia hat sie auch noch gemacht, was eigentlich so. Sie hat ja Pause gehabt. Mhm. Das war der Film, wo sie zurückgekommen ist. Wir haben noch Jesse Plemons, spielt du George Barbank, verdammt. Eigentlich der Bruder von Phil. Ihn kennt man aus, sich aus Breaking Bad, der Tod. Also aus der letzten Staffel ist das gesehen. Von den Nazi-Typen ist auch der eine gesehen. Und halt dann auch aus El Camino, Breaking Bad Movie, ist auch da noch involviert gesehen. Ja, und dann auch noch der Cody Smith McPhee. McPhee. Spielt der Peter Gordon. Eigentlich der Sohn von der Rose. In Let Me In als Owen, auch X-Men Apocalypse als Nightcrawler. Kenne ich ihn jetzt noch. Mhm. Dann hat ja die nächste X-Men-Film, wo er auch noch den Nightcrawler gespielt hat. Es gab noch ein, zwei gegeben. Ist nur der eine gesehen, ist nur noch Dark Phoenix, der nachher gekommen ist. Also Dark Phoenix. Mhm. Ah, stimmt. Deadpool 2, da hat er, glaube ich, noch Nightcrawler kurz gespielt. Aber, ja. Aha, so, der hat den Cameo-Auftritt, meinst du? Ja, das könnte noch sein, da weiss ich jetzt auch gar nicht auswendig, weil alles dort rumgestanden sind. Huch, da habe ich was immer, wir haben noch du, Thomasin, ja, das ist eine Frau, Thomasin McKenzie, yes. Als Lola. Kenne ich jetzt von The King. Wo sie Philippa auf England gespielt hat, Jojo Rabbit hat sie gespielt und Old und Last Night in Soho. Yes. Also ich dachte, die kenne ich und so und dann war doch schon jetzt, vor allem letzte Zeit einiges. Ja, man sagt so ein bisschen, dass sie so ein bisschen das Zeug hat zur nächsten Anya Taylor-Joy.
Ja, ja, mit einer bin ich absolut hat. So. Ja, ja, weil ja auch mit einer gespielt ja. hat in Last ja. Night So. Mhm. Und super gesehen ist. Also sie ist wirklich toll. Sie hat einfach eine unheimlich anstrengende Stimme. Eine extrem hohe Fipsi-Stimme. Und wenn dann einfach die Anja nebendran kommt, dann ist es einfach vorbei. Also wenn jetzt Anja nicht mehr gespielt hat, hast du gesagt, wow, das ist ein richtig geiler Thomasin-Film. Weißt du, Last Night So. Ja. Aber dann ist jedes Mal, wenn sie gekommen ist, ist es einfach vorbei gewesen. Es ist eigentlich egal, wer auf der Leinwand war, es ist einfach nur noch sie angeschaut. So, what the fuck, die Ausstrahlung ist auf der Shit. Ich habe heute im Tremli eine gesehen, die mega Ähnlichkeit gehabt hat. So. Mit der Anya Taylor-Joy. Aber das ist sie, glaube ich, nicht gesehen. Meinst du? Nein, aber sie hat keine schwere Tasche dabei gehabt. Ja. Sie hat ja immer irgendwie eine riesige Tasche dabei mit Bier und mit Steinen. Sie sammelt Steine. Ja, yeah, stimmt, so ein Glas, was, ja. Ja, Stein. Mindestens ein anständiger Ziegelstein gehört auch in jede Handtasche von einer Frau von Welt. Mhm. Voilà. Nur in die Klatsch wird es schwierig. Aber es gibt Klatsch, also aussehen wie ein Klatsch, aber es ist eigentlich ein Ziegelstein, den kannst du gar nicht aufmachen, das ist direkt. Aber gut, wir reden ja nicht über Mode, das ist ja eigentlich nicht unser Hauptgebiet. Schon auch. Also wir sind immer mehr als man meint, aber weniger als man sollte. Das sieht man vor allem in den sozialen Medien, wenn uns dort auch folgen. Immer wenn einmal ein Foto von uns kommt, das ist einfach der Wahnsinn. Also es ist einfach Dressman. Also es ist, absolut. Ich glaube, einer von den bestanzogenen Podcasts aller Zeiten. Das kann man schon mal so festhalten. Ja, nur, kann ich unterstreichen. Ja. Jeder sehr individuell. Ja. Voilà. Jeder lebt seinen Style. Ja, ich meine, von irgendeinem Kunterstyle, ja. Ja, klar. Story haben wir. Das ist gut. Genau. Das hilft. War schlecht wie nicht. Ja. Die Brüder Phil und George Burbank unterhalten 1925 ist das Vieh Ranch in Montana. Montana. Und, ja, eines Tages heiratet George die Verwitwete Rose, die anschließend dann mit ihm zusammenzieht, zusammen mit ihrem Sohn Peter auf seine Ranch. Und das treibt so ein bisschen Keil zwischen dem Phil und dem George. Mhm. So im Groben. Ja. Kann man das? Kann man, glaube ich, so lassen. Ja. Ist ja auch lustig, weil wir haben uns ja, also ich habe mich noch recht gefreut, dass du den ausgesucht hast, weil der ist ja jetzt gerade erst kürzer, oder? Oscar-Nominationen sind ja vorgekommen. Und ich glaube, so ziemlich jeder Filmpodcast hat den Film schon besprochen. Nur wir nicht, weil wir irgendwie so. Ja. Und dann bringt Kunst wieder in dem Führer. Und jetzt sind gerade Oscar-Nominationen. Von dem haben wir eigentlich das richtige Timing. Sehr gut gemacht, Hill. Weil der Film ist tatsächlich für 12 Oscars nominiert. 12 Stück. Ja. Zweimal für die Nebenrolle. Einmal der Cody Smith McPhee und Jesse Plemons. Ah, nein, drehen wir es gar. Und Kirsten Dunst. Einfach weibliche Nebenrolle, klar. Der Jesse Plemons ist auch nominiert. Yes, yes. Der Cumberbatch ist ja auch nominiert. Ja, aber als Hauptdarsteller. Ja, ja. Ja. Aber die drei sind als Nebendarsteller. Okay. Dann Drehbuch und Regie jeweils, oder? Die Jane Campion. Und bester Film. Eben Hauptdarsteller haben wir schon gesagt. Wie hast du ihn genannt? Cumberbatch. Ja, genau. Production Design, Sound, Kamera, Schnitt und der Score. Ja. Das Original-Soundtrack. Ja, hoppla, also wirklich auch in den Hauptsachen überall dabei. Also, es gibt ja auch so Filme, die haben irgendwie zig Nominationen, aber nicht wirklich so, keine Ahnung, bestes Buffet am Set und keine Ahnung, welche Nebensachen, die es auch interessiert, oder? Beste Kostüm. Genau, ja gut, das finde ich auch noch, ehrlich gesagt, das finde ich noch recht interessant. Da kommt auch wieder unser Modeflair, das wir einfach haben, das ist der Wahnsinn. Aber das ist das ja zum Beispiel klar, wer es gewinnen wird. Also, man kann sagen über den Film, was man will. Ich weiß, du findest ihn auch nicht so toll, der Cruella, aber wenn es um Kostümdesign geht, ist der absolut Next Level. Also finde ich. Da ist mir kein besserer in den Sinn gekommen. Last Night in Soho ist nicht nominiert, oder? Mm-mm. Okay. Ich habe den Film ja nicht gesehen, einfach Trailer und so, aber den hätte ich jetzt in der Kategorie auch noch gesehen. Ja, ist nicht schlecht, aber. Nein. Es ist, aber gut, das ist ein anderes Thema. Kostümmäßig ist Cruella wirklich nicht schlecht, also, kann man nicht sagen. Top. Ja. Nein, und eben, hey, 12 Nominationen, oder? Das ist wirklich, wirklich viel. Gleich 6,9. Es wird natürlich spannend, wie wir den Film besprechen. Also ich bin auch absolut, ja, schon ein bisschen aufgeregt. Es nimmt mich echt Wunder, was ihr so sagen zu diesem Film. Ich nehme mich auch schon Wunder, was ich sagen werde. Oh. Ja, ich mal schauen, ich kann mir keine Meinung geben zu dem, nein. Jo. Ja, hast du das Gefühl, er bekommt einige von diesen Oscars?
Das ist. Können wir mal schon, bevor wir zum Spoiler kommen, vielleicht ganz kurz, die müssen wir immer unsere ersten Einschätzungen machen, absolut, oder? Ja, ja. Dann kommt der Spoiler-Teil und dann reden wir drauf los. Also das heisst, wir gehen jetzt zuerst mal unsere erste Meinung ab, ohne zu vertiefen. Und wenn ihr dann den Film noch gesehen habt und dann findet, ah doch, jetzt schaue ich noch, dann könnt ihr Pause drücken, Musik lassen wir laufen, dass ihr es wisst, wenn. Könnt ihr den Film zuerst schauen, wie gesagt, er ist auf Netflix zum Streamen. Ja. Und dann könnt ihr nachher fertig los. Und wir haben schon gesehen, ich kann einfach durchlaufen lassen. Und die Frage von dir, warum ich das jetzt sage, ist, das ist eben gerade schon ein Teil von meiner Bewertung, von meinem ersten Eindruck, den ich hier geben will. Mhm. Dann fange ich, glaube ich, auch gerade an, macht jetzt Sinn, oder? Ja, sicher. Das gehört dir. Also. Ja, der wird wahrscheinlich 1, 2, 3, 4 Oscars abräumen, aber tatsächlich meiner Meinung nach nicht unbedingt zu Recht. Das ist für mich so ein klassischer Oscar-Bait-Film. Also so gibt es ja den Ausdruck oder, für Film, wo gefühlt gemacht werden, einfach für Oscars abzustauben. Mhm. Und das ist genau so einer. Das ist ein Film, wenn du nicht Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten, also wie sie alle heißen, mit würden spielen, kein Sau würde interessieren. Behaupte ich jetzt einfach mal stinkfrech. Ja. Kein Streamingdienst hat den gekauft oder rausgebracht oder ins Kino da und da so eine Marketingkampagne gerissen. Und dementsprechend hat auch kein Sau den Film geschaut. Der wäre vielleicht so eine Woche oder so in irgendwelchen Kultkinos in kleineren gelaufen, oder? Hat sicher das Publikum gefunden, aber. Und das ist eigentlich auch schon meine erste Kritik. Ich finde den Film leider gar nicht gut. ich finde ihn ziemlich überbewertet. Und ich habe mich wirklich nicht irgendwie ja, vorher mit riesen Vorschusslorbeeren für den Film gefunden. Nein, da gehe ich völlig spontan mal an und schaue. Wo man vielleicht könnte streiten, ich habe die Kamera, hat mir sehr gut gefallen. Die Kamera war wirklich, wirklich toll gewesen. Guter Kameramann, der Ari Wegner. Das war vielleicht einer von denen, wo man könnte sagen, ja, eventuell. Aber ansonsten, ich habe jetzt auch die schauspielerische Leistung von diesen Leuten, habe ich jetzt alle so, ja, gefunden. Mhm. Aber da habe ich jetzt zig Serien gesehen, die besser sind. Ja. ich habe zig Filme gesehen, wo eigentlich ich für jede Position könnte jemand Besseres anhauen, meiner Meinung nach. Ja, das ist immer sehr, sehr subjektiv. Und dementsprechend, das ist so ein Film, so, ja, ist okay, aber 12 Oscars, come on. Das ist einfach, das ist typisch. Das ist, das ist einer der Gründe, warum ich Oscar verlege gar nicht wirklich ernst kann nehmen. Mhm. Genau. Next. Ja, geht mir eben ähnlich. Ich sehe das genauso wie du. Das ist so ein mega Oscar-Bait-Film. Ich gehe sogar noch so weiter und sage, wenn der Cumberbatch nicht die Hauptrolle spielen würde, gäbe es nicht wirklich einen Grund, um den Film zu schauen. Oder zum Nominieren für die Oscars. Ja, Kamera, Landschaften, Bilder, Kulissen. Hat es ganz coole Sachen. Es hat einige Schauwerte. Aber es hat so viele Sachen, die einfach total schwächeln und die einfach irgendwo nicht aufgehen, wo unstimmig sind, wo nicht ganz rund sind in diesem Film. Gerade Zusammenspiel, Bild und Ton finde ich ziemlich nervig. Ja, sage ich nachher noch mal ein bisschen mehr dazu. Also ich finde auch ziemlich überbewertet, so, wenn man 12 Oscar-Nominationen anschaut. Wenn ein Film so gelobt wird, dass er 12 Oscars bekommt, dann darf man da auch, muss man da sich auch nicht grossartig zurückhalten. Dann kann man auch mal sagen, ja, finde ich jetzt nicht so. Es ist nicht ein riesen Fehler, wenn man den Film schaut. Das schon nicht. Aber ja, nein, gibt von mir jetzt nicht unbedingt eine Sehempfehlung. Okay. Wo? Also ich muss auch ein bisschen anhängen. Sag mal, für mich hat der Film viel Pluspunkte gemacht. Ich meine, es ist so ein bisschen Western. Das ist ja nicht gerade so, dass der Western-Film, wo irgendwelche Gangs schießend gerade in den Saloon rennen. Das ist eher so ein bisschen ein ruhiger Western, der zu dieser Zeit spielt. Gut, ich meine, 1925, das ist ja doch eigentlich gerade so an der Grenze von dem Western, den man Western nennen kann. Es ist eigentlich fast schon. Ja, das war nicht mehr die Zeit vom Wilden Westen, wie man ihn kennt. Ja, genau. Das war die Zeit von der Industrialisierung. Keine Outlaws mehr, es ist eigentlich so
Man kann echt aus dem Land reiten, man muss nicht Angst haben, dass man irgendwie überfallen wird, so, so Western. Es hat viele halt Szenen, wo so ein bisschen einfach so ein bisschen anplatschen und so zeigt, so, was ich gerade mache. Wie nennst du das einfach so? Ja, so ein bisschen Szenenbild. Und so die Mischung mit dem Western hat mir gefallen, aber ihr verstanden, aber sagt so, also, ja. Also ich würde sagen, wenn es nicht Western war, sondern irgendwie, keine Ahnung, auf dem Rütli oben, irgendein Bauer, wo statt, ja gut, nein, der hat auch Rinder, aber ja. Der Tobi, der am Sonntagnachmittag geht, genau. Lieber Grüß an Tobi. An Tobi im Träger. Wenn der Film über dich geht, wäre er wirklich nichts. Aber so. Aber unterhaltsamer, glaube ich. Oh, das? Ja. Ja, das ist lustig, die Dialoge wären besser. Nein, wie gesagt, ich finde so ein paar Punkte, die wir angesprochen haben. Von den Schauspielern, sie sind gut gewesen. Ich meine, ja, Kumbacho. Hat sich alle schon, finde ich, schon sehr gut gemacht. Und er so ein bisschen dann so nachgelesen, also an die Kritiker, wo dann wirklich so tief reingegangen sind und wie er die Rolle gespielt hat und auch Gesell und jenes. Für mich schon fast mit zu viel Blabla. Aber es hat die eine oder andere Nuance jetzt schon gekommen, sagen wir ja. So wie er es gemacht hat und das, was ich dann gesehen habe, er hat schon ein bisschen trainiert dafür. Also trainiert nicht im Sinn auf der Handelbank, sondern zum gut übergekommen. Ja, also für mich ist es ein Film, wenn ich jetzt weiss, dass jemand auf so ich sage es mal, ein bisschen langatmigere Filme stehen, kann ich den empfehlen, aber ich weiss, also ich verstand es einerseits, für mich schon nicht. Gut. Dann ist das hier Spoiler-Frei-Teil. Kann man sagen. Wenn wir euch jetzt lustig machen, dann habe ich noch nicht gesehen. Rein mit und ansonsten dranbleiben. Ich hätte sonst noch einen anderen Spoiler-Song. Das ist noch von einer anderen Folge. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Nein. Lieber Grüße an alle, die diese Folge schon gelost haben. Die ist sehr stark geworden. John Verlo vom letzten Sonntag. Reinhören. Ja. Richtig. Ja, weißt du, Atem ist nicht so mies. Das ist vor allem, wenn wir zeitversetzt aufnehmen. Ja. Da muss man lernen, vierdimensional zu denken. Ja, ja, ja. Da habe ich noch so minimiert. Ja. Ich möchte gerade aus der Kanone schießen, wenn wir gerade im Western sind. Also so eine grusige Szene, wo sie den Bull kastrieren. Ja, das ist schon. Ich weiß, jetzt können wir wieder mal sagen, ja, das ist halt normal, das gehört dazu und Zeug und Sachen, aber ich finde es einfach ekelprinzig. Und vor allem eben dort, wie sie einfach das Kind heben und auch. Es ist einfach krank. Das ist einfach wieder mal, wie krank wir Menschen sind. Wir kastrieren Tiere. Ohne Betäubung und nichts. Und, also, es ist doch einfach unerträglich. Also, normalerweise machst du es nicht, aber. Ja, ja damals. Ich meine, 1925. Ja. Damals haben sie vielleicht irgendwie ein Tierchen in ein Whisky getaucht und dann den Kuh vors Maul gehabt. Also, damals hast du den Leuten ein Bein abgesagt und schnell ein bisschen Whisky übers Gesicht geschüttet. Das war natürlich hart im Nächsten. Gut, das ist jetzt noch so eine Sache, wo ich mir sage, ja, okay, hat man halt so gemacht. Mir hat zum Beispiel die Szene mega genervt, wo der Cumberbatch relativ am Anfang, also der Phil relativ am Anfang, mal stinksauer war und seine Wut an einem Ross ausgelassen hat und das Ross verbrüllt hat. Das würde ein richtiger Cowboy nie machen. Ich meine, so ein anstrengendes Ross, das kostet Geld, das hat einen mega Wert. Aufpassen, bin ich ganz einverstanden. Denk an die Springreiterin da von der, was ja, ist das, ja, die Olympiade gut. Oder so. Ich meine, das ist ein Ross. Ja, und das sind auch nicht günstige Ja, Pferde, aber Moment, stopp. Wenn das Tier, irgendwie Dressur oder was auch immer, nicht das macht, was du von ihm willst, gehe ich mit dir einig, dass das dann ganz sicher auch vorkommt. Aber einfach so aus heiterem Himmel, seine Wut an einem Ross, das er nichts gemacht hat, auslassen, das habe ich als sehr, sehr fragwürdig angesehen, weil eben das Ding hat einen Wert und wenn es dann einen Rosser vielleicht nachschaut, das hat ja nicht gemacht, das ist einfach dort gestanden. Das habe ich richtig Mühe gehabt. Also, ich meine, jetzt hat es nicht zum Krüppel geschlagen. Nein, schon nicht, aber es ist schon mega, es einfach nur ein Klaps auf den Arsch. Unerträglich. Allgemein, die kommen voll drunter. Der herzige Hass. Nächste Szene ist einfach aufgeschnitten dort, oder? Ja. Das herzige Häsli.
Ich habe es so herzig gefunden. Ja, wenn sie es wenigstens gegessen haben, dann ist es noch okay. Das glaube ich nicht, dass das passiert. Ich glaube es eben auch nicht, aber. Das arme Häsli. Ich hätte das so gerne genudelt. Ich habe plötzlich Lust bekommen, ein Häsli zu haben, weil ich den Film geschaut habe. Dann ist die Szene gekommen, ich dachte, ihr schafft es schon immer wieder, mir alles wegzunehmen, jede Freude am Leben. Ja, musst schon schauen, so das Budget ist so eine aber Sache. Aber ich meine, von der Story, ich meine, kann ich das ja relativ kurz abhandeln, im weitesten Sinn, oder? Eben, der Phil ist nicht zufrieden oder ist nicht so erfreut, sagen wir mal so, dass der George da eben die Rose heimbringt. Ja. Mit ihrem Bruder ist sie ja der Cody Smith McPhee. Ich habe am Anfang immer gedacht, das ist ihr Sohn. Ich habe es überhaupt nicht geschnallt. Aber es ist ja der Bruder, oder? Umgekehrt, genau, sorry. Ich habe am Anfang immer gedacht, es ist... Genau. Ja, ich bin vorhin nicht rausgekommen, als mal irgendwie am Anfang erzählt hat, dass seine Mutter Floristin gewesen sei. Darum hat er die Blumen gemacht. So, ja, Floristin, ja, die macht ja gar nicht mehr mit Blumen. So, später tut es ja Blumen ansetzen ums, neue, ums Haus herum. Ja, stimmt. Okay, ja, dort. Aber am Anfang hat mich das auch verwirrt. Ja, sie hat halt einfach... Gell, du bist halt dort irgendwie Montana in der Einöde, oder? Da musst du nicht den Flümelad aufmachen. Ja, das ist besser so. Das ist in der Stadt gewesen. Ja, eben, aber in der Stadt. Mit zwei Häusern und... Ja, richtig, ja. Nein, aber vielleicht einfach so... Und sind nicht zufrieden mit der ganzen Sache, oder? Und dann halt aus dieser Wut entwickelt sich ja dann doch durchaus eine Freundschaft mit Abstrich bis so fast Liebe im weitesten Sinn, oder? Ich habe zum Moment... Gewisse Momente hatte ich fast so ein Brokeback Mountain Feeling. Es hat extrem zwischen, mit dem gespielt, nur dass man es nicht explizit zeigt. Was und auch nicht dann basiert ist daraus. Zumindest nicht für uns. Ja, ja, also ich meine, sorry, da kann man jetzt interpretieren, wie man will. Ich für mich habe extrem interpretiert, dass der viel homosexuelle Liebe empfunden hat zu dem, wie hat er gesagt, Bronco irgendwas, der Super Cowboy. Ja, ja. Sie kann. Er hat ja am Schluss erzählt, eben, damit er nicht erfroren sei, seien sie zusammengelegen in der Nacht. Und der Junge hat ja dann ganz gebannt gesagt, ja, nackt und so. Es gibt auch die Szene, wo auch gut, er muss sich verstecken, schwimmen. Mhm. Er badet ja nie mit den anderen. Ja, ja, ja. Und der muss ja immer so durch so Bäume und so ein bisschen Dickicht unten durch. Das Pferd steht dann auch immer dort, also ich weiß nicht, wie das dann auch in das Versteck gekommen ist. Das ist so ein bisschen auch ein Fehler in dem Film. Das Pferd ist nachher da drinnen? Ja. Ah, wirklich? Hast du noch gar nicht mitbekommen. Ah, ist dann mit dem Pferd auch drin. Ja. Okay. Und ja, er ist dann dort und hat einmal hat er so eine, ich nenne es so ein Halstuch, wo er so ein bisschen umschnuppert und so. Stimmt. Und das ist das Tuch vom Bronco. Ja. Okay. Okay. Und der Junge findet dann ja auch, das habe ich im Lesen, jetzt im Recherchieren gelesen, das sind jetzt Heftchen, die er findet, sind auch vom Bronco. Aber das habe ich eben zum Beispiel gut gefunden, dass sie das so nicht klar gezeigt haben, weißt du, nicht klar gemacht haben. Ist es jetzt wirklich mehr als einfach quasi eine Vater-Sohn-Beziehung, die sich aufbaut? Oder? Aber für das, dass sie es nicht klar gemacht haben, haben sie huere viel Zeit dafür verwendet. Das ist richtig. Also, das ist richtig. Entweder, das war jetzt meine Meinung, entweder hättest du es klar gemacht oder hättest du weniger Zeit drauf gemacht. Mm. Weil die ganze Andeutung, sorry, aber beim dritten Mal andeuten, so, oh, jetzt könnte es sich dann küssen oder es könnte sich mindestens einen Arm nehmen oder was auch immer. Mm. Oder passiert wieder nichts, ja. Ja. Was ich ein bisschen Problem hatte, ist, ich habe danach so ein bisschen so gelesen, was andere geschrieben haben zum Film und so. Mm. Dann ist halt die Geschichte noch so ein bisschen, ich sag mal, deutlicher gesagt worden. Ja, vielleicht auch wegen der Buchvorlage. Genau, bei uns einfach so, als ich den Film geschaut habe, habe ich irgendwann so überlegt, so, ist der Film jetzt wirklich der Bruder vom, wie du heisst, du... Vom George. Nicht, vom George. George, ja. Weil sie sind doch unterschiedlich, auch vom Aussehen her. Sie haben natürlich am Anfang, wo sie in dem Städtchen gesehen sind, haben sie zu zweit, haben sie zusammen ja Zimmer gehabt mit dem Bett. Ein gut, es ist kostet da Geld und zusammen mit als Bruder im Bett ist jetzt nichts Schlimmes. Ist ja normal. Aber das ist mir so ein bisschen Sinko, also sind einfach so meine Interpretation gesehen, sind sie jetzt wirklich Brüder, weil sie Ranch gehört oder der Ältere. Also, ja. Und sie sagen auch, er sagt ja mal so, jo, ich habe da einmal geschrieben, sie sagen nicht, ich habe Mami geschrieben und so. Mhm. Und ich habe dann irgendwie gewusst, ist jetzt vielleicht irgendwie das. Beziehung, die sie haben, aber keiner darf wissen und sie gehen sich als Brüder aus. Vielleicht, dass jetzt die Frau, die Ranch gehört, irgendwie vielleicht auch adoptiert hat, oder
Das ist so, weißt du, ein bisschen so. Das wäre ich nie gekommen. Für mich ist das so ein bisschen die Seite gesehen. Gut, yes, also sie haben die beiden, also haben sie wirklich die ganze Zeit als die alte Dame und der alte Herr betitelt. Aber sie hat nicht den gleichen Nachnamen. Von dem her, eben auf irgendeine Art und Weise. Eben, ob jetzt adoptiert, das könnte man jetzt interpretieren. Weil vor allem, das Aussehen ist ja einfach, das kann man jetzt wieder im Casting zuschieben. Ja. Aber der eine, die ist ja so voll der Naturbursche, oder? Und wo gerne mit den Händen arbeitet, sich nie will waschen und so. Und der andere macht das halt einen auf gebildet. Ist ja auch an der Hochschule gesehen, hat allerdings versagt. Und gibt sich aber gleich noch als etwas mehr Besseres. Fährt auch mit dem Auto rum, reiten mag er nicht so sehr. Macht er wenig, das schon. Ja. So, mindestens extrem verschieden sind sie ja. Weil die Antipathie von Phil fängt ja schon beim George an. Von Anfang an wird eigentlich gezeigt, er mag ihn eigentlich nicht. Respektive, er mag nicht, wie er sich gibt. Also, er mag ihn vielleicht grundsätzlich schon, aber er mag nicht, was er aus sich macht. Es ist ein bisschen, aber jetzt lustig, wenn ihr das so sagt, es hat wirklich etwas, weißt du, wie oft so. Alte Ehebälle, weißt du, wie lange sie siehst, oder? Also, so, jetzt zieh dir mal richtig an oder mach mal das und so. Und eigentlich tut er sich wirklich ein bisschen so verhalten, seinem Bruder entgegen. Das stimmt, das haben wir überhaupt nicht getan. Ja, das haben auch Brüder, das hat ein älterer Bruder oft mit seinem jüngeren Bruder, auch wenn der sein Leben nicht in den Griff kriegt. Das gibt es auch. Okay, fair. Also, geht auch. Ja, aber gleich, aber die Art und Weise und so. Aber gut. Ich finde, also, kommen wir noch mal ein bisschen die Schauspieler durch. Ich angefangen jetzt eben mit Benedict Cumberbatch, oder? Mhm. Ich würde es immer lässig, wenn eigentlich quasi die Hauptfigur eher, ich sage es nicht der Bösewicht vom Film, aber schon, ja, so ein, bisschen, schon ein bisschen in die Richtung, oder? Gut, so der Anti-Held, also nein, eigentlich Helden, ja, gar nicht heldenhaft an sich. Wenn so ein Gockel rumläuft. Ja, ich finde es eigentlich immer cool, wenn so jemand im Mittelpunkt spielt, steht, aber. Meiner Meinung nach, ich finde, er geht ein bisschen zu weit. Er tut ein bisschen zu sehr Schauspieler, wenn man das ein bisschen vom Theater kennt. Weißt du, ein bisschen das zu Extrovertierte. Weil gerade, weißt du, wenn er so, klar, das kann man immer sagen, ja, das ist halt ein Western, das kannst du nicht sagen, du bist ja nicht dabei gewesen, aber so in den Western-Filmen und so, die wir kennen, oder, die wir kennen und schätzen und lieben, wie auch immer. Das sind ja eigentlich, die Western sind eigentlich immer eher wortkarg und hein. Und das probiert ja da auch zu sein. Ja. Nichtsdestotrotz kommt er aber gleich nicht ganz aus seiner Haut raus. Und es wirkt alles immer ein bisschen, wie als würde er gerade auf einer Bühne stehen. Weißt du, wenn er sich so aufregt und auch kleine Sachen werden immer mega gross bei ihm gemacht. Weißt du, er kann nicht einfach mal nur machen oder so. Ja. Blöd gesagt, weißt du. Obwohl es wird ja noch angedeutet, dass er mindestens im Konversation halten auch auf einem höheren Niveau ist etwas ähnlich wie sein Bruder, einfach andere, weil der Gouverneur und seine Frau ja zu Besuch kommen relativ am Schluss. Da sagt dann die Frau vom Gouverneur so, oh, wir haben uns so auf eine Konversation mit ihnen gefreut. Uns wurde gesagt, sie seien sehr gut darin. Oder ja gut, das richtig... kann natürlich einfach irgendeine Floskel aussehen. Ja, aber einfach, dass er einfach... Ja. Oder sogar im Gegenteil, oder? Dass er so auf Hinweis so eher schon wie schnippisch, oder? Von wegen, ja genau, wir haben gehört, du sagst so ein Wort, so eloquent. Und in Wirklichkeit denkt man sich, du bist eigentlich gar nicht, oder? Ja, obwohl zu dem Zeitpunkt sind sie ja noch relativ freundlich miteinander gewesen. Nicht so wie heute, wo alle noch schlecht sind miteinander. Nein, ich meine gerade zu dem Zeitpunkt aber in dem Film. Ist er für euch ein würdiger Vertreter für eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarsteller? Schwierig. Abgesehen vom Film. Sehr schwierig. Filmen. Ich finde, er hat seine Rolle, das, was er musste machen, relativ gut gespielt. Ich habe ihn, irgendwann, je mehr Rose auf den Keks gegangen ist, je mehr ist wohl sein Charakter sympathisch geworden. Aber was er halt extrem hatte, er ist so brutal vom einen Extrem ins andere gefallen. Er hat ja alles scheiße gefunden und alles ist doof. Und vor allem der Junge, der Peter, der hat er ja eigentlich 13 fertig gemacht. Also wirklich ziemlich übel. Ja. Und dann nachher plötzlich wird er von dem beim Baden nackt gesehen und dann plötzlich interessiert er sich für ihn. Ganz plötzlich. Und dann auch viel zu fest, dann fängt er plötzlich an, nett zu nehmen. Und dann hasst er einfach nur noch seine Mutter.
Ja. Und dann lässt er alles in ihre Richtung aus und tut der Peter eigentlich extrem an sich ziehen. Das ist viel zu schnell gegangen. Ja, gut, aber wenn der Film länger gegangen wäre, hätte er nicht besser gefunden. Ja, weil das aber, ist vielleicht auch geschuldet, dass es halt eine Buchverfilmung ist. Ja, aber doch einfach nur wegen einer Szene. Das machst du nicht nur wegen einer Szene. Sorry. Ich finde, es hat sich schon langsam hat er sich angegeben. Ich finde jetzt nicht so. Ja, aber er hat die ganze Zeit. Es hat so, einen Turning-Moment gegeben. Ja, aber er hat für das, dass der Turning-Moment, das kann ja passieren. Das sage ich nicht dagegen. Aber er hat ihn einfach vorher zu sehr und zu hart getreizt, als dass das dann gerechtfertigt wäre. Aber das kannst du ja im Schauspiel nicht anhängen. Nein, das im ist Schauspiel. Das Drehbuch oder halt die. Vielleicht gibt es auch mehr Szenen, wo das mehr weißt, langsam machen. Ja, also. Dazu. Also, auf deine Frage zurück, in dem Fall. Für mich, Cumberbatch ist für mich grundsätzlich schon immer ein Oscar-Anwärter, aber nicht für die Rolle. Weil ich hier die Rolle unausgeglichen finde. Bei dir ist es vermutlich zu sehr in die eine Richtung, zu sehr in die andere. Es ist für mich nicht das Filmschauspiel, das ich mag. Ich weiss, das ist so typisch. Die alten weißen Männer von der Academy, die sagen so, oh, das ist genau das, wenn ich es immer schon geschaut habe, wenn ich ins Theater gegangen bin oder wenn ich auch Film geschaut habe aus den 60er Jahren und so. Aber wir sind nicht mehr in dieser Zeit. Das ist Game Over, Baby. Welcome to the real world, oder? Da gibt es anderes Schauspiel. Und von dem her, hey, ich habe es cool gefunden, ist okay, aber für mich keine Oscar-würdige Leistung. Nein. Hill? Also ich habe gefunden, mit der Szene, aber dass er dann eigentlich den Bub eigentlich wie du dann als Freund nimmt und ihn ein bisschen so, wie nennst du das, als Schutzwelpe, also er will ihn ein bisschen dann auch zeigen, wie es läuft. Ich hatte irgendwie gewusst, so, macht das jetzt, weil er irgendwie ihn, weil er selber auch merkt, hat er immer so einen Moment, wo ich gefunden habe, wo er dann merkt, so, okay, er merkt selber vielleicht, dass er ein bisschen schroff ist und das versucht zu ändern. Oder ist es einfach gesehen, weil er gewusst hat, wenn er jetzt ihn auf seine Seite zieht, dass er halt seiner Mutter noch mehr eins reindrücken kann? Ja, wirklich, ja. Ich halte es auch ein bisschen mit den Nebendarstellern. Der Cody Smith McPhee, aber der den Peter spielt, der Sohn, oder? Ja, der sieht halt abgefuckt aus, oder? Die Rolle ist ein bisschen abgefuckt, ist ein bisschen speziell, oder? Halt das Androgyne, das halt nicht in die Zeit zu passen scheint, etc. Aber wegen dem hat er nicht toll gespielt. Für mich keine Oscar-Nomination. Fair. Ja, also irgendwie von der Performance her ist der so ein Twilight-Vampir 1925 in Montana gewesen. So weit würde es nicht gehen. Ja, also, der Film ist schon noch ein bisschen besser, aber nein. Ja. Also ich habe ihn nicht unsympathisch gefunden. Ich habe die ganze Zeit Mitleid mit ihm gehabt. Und ich habe auch die Momente, wo der Film mit ihm hat, wo er ihm versucht, gewisse Sachen beizubringen. Das habe ich auch fast die stärksten Momente im Film gefunden. Nur eben habe ich den Wechsel darauf vom Film viel zu schnell gefunden. Und ich habe am Anfang die ganze Zeit gedacht, okay, Moment, er war ja sauer, weil er ihn beim Baden beobachtet hat. Okay, da kommt etwas. Er will ihn verarschen. Er will jetzt so, will mir jetzt irgendetwas antun. Es kommt umgekehrt, wie wir alle wissen. Ja, da, aber nicht absichtlich. Ja. Nein, ja, da bin ich eben nicht sicher. Da können wir noch, das finde ich noch spannend, um nachher besprechen mit euch. Kann man, ich glaube, es ist nämlich sehr absichtlich. Cumberbatch, ich habe noch nicht genau gesagt, ist schon Oscar. Was ich halt schon finde, er seine Rolle er dominiert halt schon recht. Und, es ist schon ein bisschen, dass er eigentlich ziemlich raussticht in dem Film. Nicht nur, weil er so die Hauptrolle hat, sondern ich habe so das Gefühl, er nimmt sich dann auch so ein bisschen so, dass ich bin jetzt da, ich habe jetzt die Rolle, ich spiele sie jetzt auch. Und, vielleicht, es hat schon ein bisschen die eine oder andere Szene, wo ich schon denke, so, es ist ein bisschen zu viel. Ich glaube, er ist ja nicht der Einfachste. Also, ich habe schon ein paar Mal so Zeug gehört, dass er anscheinend recht. Aber gut. Dann auch für eine Nebenrolle nominiert ist der Jesse Plemons als George. Absolut unverdient. Mega. Sorry. Mega. Hey, und ich mag den Jesse Plemons. Nicht nur wegen Breaking Bad, der hat sonst so viele tolle Filme gespielt. Auch Serie Fargo ist großartig gesehen und so weiter. Toll, toll, toll. Und das ist, das kann, da hat es wirklich das Zeug, jetzt nicht nur optisch, sondern auch sonst hat einfach das Zeug so, zum so einem Nachfolger ein bisschen zu werden, vom leider verstorbenen
Philipp Seymour Hoffman, genau. Ich finde, er könnte so ein bisschen die Rollen übernehmen, die er spielt. Wirklich? Ja, finde ich absolut. Finde ich absolut. Okay. Ich finde, er hat wirklich Zeug dazu. Das Problem aber ist, hier ist er völlig langweilig. Völlig 0815, da hättest du auch einen Basenstil anstellen können. Du hast hier rum, fahrt mit dem Also wirklich, nicht einmal eine spannende Szene und ich fand, oh wow, oder Also überhaupt nicht. Also ich habe keine Ahnung, warum sie das gemacht haben. Ich glaube, da haben sie einfach niemals mehr gewusst und dann einfach in Lotto gespielt oder so. Und ich glaube, der letzte Punkt, Nebendarstellerin, in dem Fall Kirsten Dunst, da würde mir doch die Meinung sehen interessieren vom Spike. Oh ja, Spike. Bekennender Fan. Saumässig langweilige Performance, einfach nur emotionslos in der Gegend rumblicken und dann ab und zu wieder das trotzige Kind raushängen. Ja, das hat sie so ähnlich schon mal 1994 gemacht. Und wenn man erinnert, ja, was sind es das? Ja, sind so, so ist schon ein Moment her. Wenn man in der Zeit nicht mehr dazugelernt hat, dann, ja, dann hat man vermutlich den Oscar verdient. Ja, ja. So wird es sein. Unser Spike, das ist vielleicht für unsere Zuhörer noch etwas Neues. Er ist ein riesiger Kirsten Dunst von Echto. Und wir vergriffen es überhaupt nicht, weil, okay, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich finde sie auch nicht überall toll. Ich finde sie auch hier jetzt nicht überragend. Ich finde sie vielleicht fast am souveränsten tatsächlich im Film. Sie ist Ich finde sie wirklich souverän. Find sie nicht, aber auch hier muss ich sagen, nein, das ist nicht eine Oscar-würdige Performance. Null. Finde ich auch nein. Nicht. Nein. Gar nicht. Ja, bei dir ist das eh klar. Also ich könnte alles spielen und du wirst einen Moment, Oscar Moment, aber ich habe es anständig ausgedrückt. Also bitte. Sehr anständig. Ich habe mich sehr zusammengenommen. Bevor das Mikrofon noch nicht an war, hat es ganz anders gestört. Genau, genau. Nein, also, da habe ich sogar über ihre Schuhe gemotzt. What? Jo. Obwohl, das ist schon ein bisschen scheiße gewesen. Die ganze Zeit so halb hoch in Absätze in so einem Haus in Montana. Das ist euch nicht aufgefallen? Ja, das gehört sich ja so. Was ist das so? Ich habe die ganze Zeit gefunden, die ist so dermaßen unpassend an für so eine Rex. Sie soll irgendwie einen Crocs anhaben oder was? Nein, so. Gummistiefel. Also, dann nimmst du deine Angst führen. Also, ist doch klar, oder? Nein. Nein, sei ich. Nein, einfach. Dann gehst du am Strand. Was? Von dort kommen sie, Axe. Das sind eigentlich Strandschuhe. Das sind australische Strandschuhe. Okay. Gut, ja. Ich habe es auch nie verstanden, wie man mit so Winterschuhen, also so Fellschuhen so im Sand rumläuft. Ja, also an eine Wookie-WG-Party würde ich auch nicht gehen, da wirst du gelünkt. Das ist wohl wahr. Ja, und über die anderen Punkte, das ist halt immer schwierig, oder? Oder hast du noch etwas zu Kirsten sagen, lieber Hill? Sorry. Oder zum Jesse? Kirsten? Ich bin immer so zwiegespalten. Aber ich muss sagen, es hat wirklich, sie fällt halt auf. So, also so vom Aussehen, von ihm, es hat so ein bisschen markantes Gesicht, würde ich jetzt mal so sagen. Also sehr der Wiedererkennungswert, definitiv, genau, ja. Das stimmt schon. Ja. Und, ich kenne halt vor allem Filme von ihr, wo sie halt eher wo sehr jung war und sie hat auch viel Drama-Film gemacht. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie halt eben immer so ein bisschen Drama-Queen war. Vielleicht eben unzurecht. Aber es ist jetzt, ja, ich weiß jetzt, nicht unbedingt meine Favorite-Schauspielerin. Mhm. Wenn sie gut einsetzt ist in einem Film. Genau, so sehe ich es auch, ja. Und die anderen Punkte, die wir haben, eben, sind so Drehbuch, Regie, ja, okay. Regie, muss ich eh sagen, also man kann sagen, ich meine, immerhin hat er 10 Nominationen bekommen, der Dune, aber nicht für die Regie. Da muss ich einfach sagen, komm, hör doch einfach auf. Also jetzt müssen wir einfach aufhören. Bei aller Liebe. Weißt, man kann sagen, hey, Dune ist jetzt nicht meins oder lass mich kalt, ist es emotionslos. Ja, ich habe ganz viel Zeug darüber gehört. Ist okay, aber fucking, die Regie ist einfach nur der Shit in dem Film. Ja. Aber ja, gut, das ist ein anderes Thema. Also, das Drehbuch hier ist jetzt auch für Oscar nominiert. Ja, Drehbuch und Regie. Ja. Beide Kategorien ist Jane Campion. Gut, ist halt also, einfach bestes adaptiertes Drehbuch. Richtig, korrekt. Muss man ja sagen. Ja, genau. Was hat sie geschrieben? Mal eine Stunde lang Landschaftsbild drehen. Ja. Und schon Oscar. Tatsächlich ist das Drehbuch sind einfach nur so Bildchen. Production Design, okay, jo. Es klingt ein recht realistisch, oder? Wie ja, ja, also sieht. Kulissen, die haben mich auch ziemlich überzeugt. Ja, auch die Kleider, wie du gesagt hast, wie die Möbel und alles Zeug, oder? Dann kann man sagen, gut. Dann, was schlecht war, ist ein
gewisse, der Film hat so kleine Fehler, das gibt es ja oft. Zum Beispiel den Hula Hop Ring. Ja. Der hat es gar noch nicht gegeben zu dieser Zeit. Ist das so? Ja. Und auch, du siehst ja oft, wenn sie irgendwie, ich glaube auch er, der noch den Stier kastriert hat, oder der Junge, der noch das eine Rind seziert hat, haben sie Gummihandschuhe an. Ah. Die hat es schon gegeben, sind aber eigentlich erst 1960 um so eigentlich gang und gäbe. Sind das nicht Handschuhe so aus Darm gesehen? Ich meine, früher haben sie so Darmhandschuhe gehabt. Das sind Gummihandschuhe, die sie da hatten. Ah, sicher? Ja. Okay. Also genau, ist sind auch wieder da geschaut. Mhm. Weil, Hula Hoop, Mann. Fuck yeah. Hula Hoop. Ich hätte gedacht, Hula Hoop ist, könnte schon noch ankommen, aber boah. Ja, ich glaube. Also das Rad ist ja schon erfunden gewesen. Von dem her wäre es so fair. Weit. Ja, gut, Kamera ist ja noch, oder? Schnitt, Score, da können wir nachher noch suchen. Aber Kamera, und ich glaube, das ist für mich auch wirklich eine der stärksten Sachen. Also wirklich, die Bilder sind wirklich toll. Es sind wirklich, wirklich sehr viele Momente, wo du kannst Stopp drücken in diesem Film. Wo einfach die Bildkomposition, weißt du, wo was ist. Auch immer, das liebe ich einfach an Western. Die Shots, weißt du, aus einem Haus raus, wo alles dunkel ist, oder? Und weißt du, wenn Leute so rauslaufen aus einem dunklen Haus raus, in das gleißende Sonnen und so. Und das ist ja tatsächlich meine Lieblingsszene, und das sind eigentlich zwei in dem Film. Und zwar am Anfang geht die Kamera im Haus, wo eben alles dunkel ist, oder? Und läuft einfach in dem Haus entlang der Fenster, und du siehst der Benedict Cumberbatch oder eben als Phil draussen laufen oder in seiner Pose so richtig und so richtig der Macker oder Zeug und Sachen, und das ist wirklich saugeil, die Kamerafahrt dort, und am Schluss gibt es ja nochmal so eine genau gleicher Startpunkt und Endpunkt, aber halt nachdem er ja vergiftet ist, kann man sagen vergiftet, es ist kein Gift, es ist eigentlich was ist es? Ja, halt einfach krank ist, ja, infiziert vielleicht. Ja, ja. Ha? Infiziert. Oder so halb krank. Du siehst genau den gleichen Lauf nochmal, aber halt eher eigentlich so gut wie tot. Und das habe ich recht schön gefunden, dass so einen Anfang und Schluss bringen. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist eigentlich mein Favorite gewesen. Dort hat er mich nochmal ein bisschen geholt, wo du einfach die gleiche Szene nochmal siehst, einfach halt. Ja, mit dem gebrandmarkten und halbtoten Phil. Aber bester Sound ist ja auch ein Ding. Und du hast vorher etwas angedeutet, dass der Sound hast du ein Problem gehabt. Mega, mega. Du hast dir mega langsam erzählt die Story. Und du hast dir die ganze Zeit hinten dran den mega nervösen Score. Immer die ganze Zeit das hure schnelle Gefiedel und Gemache und Getue. Ich habe einfach gefunden, das ist so dermaßen nicht stimmig. Beides für sich war okay. Das Score ist recht gut gewesen. Der hat gute Sachen dabei gehabt. Aber das miteinander über diese Szene gelegt, das ist für mich so nicht stimmig gewesen. Mir hat das richtig genervt. Das hat mich nervös gemacht. Klar, kannst du mir sagen, jo, willst du eine langsame Story erzählen, willst du aber die Spannung halten, dann machst du das mit dem Score. Aber sorry, ein Score soll doch das Ganze einfach unterstützen. Es muss doch irgendwo mindestens ein bisschen homogenen Mix geben. Also, weißt du, es muss einfach passen. Es kann sein, dass das in einem anderen Fall passt. Hat mit dem Bild und einem nervösen Sound, ist das jetzt auch der falsche Score dazu gewesen? Für mich ist das ganze Film durch, ist das mega nervig gewesen. Wie hast du das empfunden? Ich muss ehrlich sagen, mir ist es jetzt gar nicht so negativ aufgefallen. Okay, ah, spannend. Ja, ich bin so ein bisschen in der Mitte von euch. Ich verstand deine Punkte. Ich auch an gewissen, gerade am Anfang habe ich es auch eher störend gefunden. Aber mit dem Verlauf des Films hat es sich für mich schon erschlossen, warum das ist oder warum gewisse Elemente drin sind. Und da bin ich vielleicht zu sehr dann auch im Film durchaus auch drin gesehen, dass es mir gar nicht so negativ aufgefallen ist. Aber du hast recht, am Anfang, so die ersten vier Stunden, ich also dachte so, what the fuck, was soll das gefiedeln, oder? Das habe ich auch komisch gefunden, oder? Ja. Das ist schon, das hat schon etwas, das künstlich gefühlt, künstlich so eine Dissonanz erzeugen, so ein Unwohlsein, oder? Weil Bilder an sich, die würde ja eigentlich ein absolutes Wohlsein geben, oder? Man hat ja, die schöne Landschaft, die Berge. Es sind nur Situationen, wo die eigentlich so Unwohlsein geben, ja, das ist so. Habt ihr dort bei den Bergen, habt ihr dort auch den Hund gesehen? Den Fressnapf habe ich gesehen, ja. Den Fressnapf? Ich mache einen blöden Witz. Es hat doch die Vertiefung gegeben mit drin. Das war für mich der Fressnapf, der Hund. Naja. Hey, den habe ich im Fall auch gerade gesehen. Ich so, siehst du, wo du so aufschaust? Dann schaue ich so das Bild, dann siehst du das schön. Ich so,
Ah, das hätte ich aus wie ein Hund, der das Maul offen hat. So, ja, das ist ein Hund. Und dann sagt er, was? Du siehst das? Und ich ja. So, ha, ha, ha. Ich hätte auch eine Liebesbeziehung mit Benedikt eingehen. Ja, also mit Phil. Ja, genau. Jetzt, Combo Bachelor. Nimmst 100 Leute, schaust zusammen Wölkli an, und die das Gleiche drin sehen, die werden jetzt ein Pärchen. Ja, das ist toll. Weißt du, könnte man so Leute aussuchen? Funktioniert das nicht so bei Bachelorette und Bachelor? Nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Ah, stimmt, ja. So. Ich habe es nicht geschaut. Naja, nein, also, ich bin ja Trash-TV voll dabei, aber alles, was mit Liebe zu tun hat, das schalte ich nicht ein. Nein, das Prinzip nicht. Das hat ja nichts mit Liebe zu tun. Darum ist okay. Eben, darum schalte ich es nicht ein. Also, weil ich finde, dass du ein falsches Bild vermittelt. Das habe ich nicht gern. Nein, es ist so viel wahrer als die meisten anderen, finde ich. Oh, krass. Aber ich bin Zyniker, ich weiss. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Gut. Wir haben jetzt schon mal ein paar Sachen so gehabt. Ich würde wirklich gerne, also für mich wirklich eins von der, wirklich die zwei grössten Pros von diesem Film sind wirklich Kamera und Setting. Das ist wirklich schön. Das ja. Mhm. Also das macht wirklich Laune. Man ist gerne in dieser Gegend, weißt, auch wenn es ein bisschen rau wirkt, oder? Ich finde es schade, hat man auch die ganzen Hilfsarbeiten, dass man denen nicht noch ein bisschen mehr Zeit gönnt. Weißt du, nur ganz kurz. Sie sind halt wirklich nur im Hintergrund rumgestanden und haben ja, so gute Minuten. Oder auch der richtig, richtig gute Schauspieler, den sie nebendran noch im Film hatten. Ich meine, Thomas McKenzie ist für das, was sie kann, viel zu wenig vorkommen. Den ganzen Tag leckt die in der Rolle von der Rose. Das war auch noch was gewesen. Ja. Sie hätte natürlich nicht die Mutter spielen von Peter, klar. Ja, gut. Ja, ganz ehrlich, weißt du, also... Ja, die fangen auch mal früh an. Richtig, ja. Ja, oder auch Keith Carradine, der ja noch der Gouverneur gespielt hat. Mhm. Ja. Bin ich halt ein grosser Fan. Oder Frances Conroy, der die alte Dame gespielt hat. Kennt man sonst aus American Horror Story. Ah, blöd, ja, natürlich, ja, klar, die mit dem Auge. In der ersten Staffel, genau. Das Auge. Ja, aber sie hat auch sonst eben so spezielle Augen. Mhm. Ja, das ist eine, schon so. Ich glaube, es ist wie mit David Bowie. Ich bin nicht sicher, das eine ist glaube einfach extrem hell und das andere dünn. Das ist möglich. Aber auch jedes Mal, wenn ich sie anschaue, sehe ich immer zuerst das Auge aus American Horror Story. Absolut. Aber es ist einfach so, die hinterlässt so einen bleibenden Eindruck. Ja. Und auch wenn du die Serie ja weitergeschaut hast, die hat so viele unterschiedliche Rollen gespielt. Immer so gut. Absolut. Absolut. Absolut eine von den besten aus dieser Serie. Mit Abstand sogar. Ja, ja. So ich sagen. Aber ich würde sagen, wir müssen mal zum grossen Reveal kommen. Wir haben ja schon gesagt, hey, schau, da hat sich angenähert und so weiter und so fort. Schlussendlich tut er sich dann ein Abo, weil er ein Seil macht. Lasso. Ein Lasso? Jo. Dann noch also ist ein also, Teil, also ja. Zuerst ist es ein Seil und mit dem richtigen Knoten wird es Seil zum Lasso. Würde ich sagen. Nö, also eigentlich also ein Lederstreifen. Ja, aus Lederstreifen wird einfach das Seil halt gemacht. Was man mit dem Seil noch macht, ist ja wurscht. Mit einem Lasso oder. Kannst du einmal ein Fuddy versohlen damit? Ist okay. Ein Seil dreht man, das ist geknüpft. Auf jeden Fall, und das hat ja gewisse von diesen Lederstreifen halt, hat ja der gute alte Cody Smith McPhee organisiert oder, aus einem vom Milzbrand gestorbenen Rind. So. Mhm. Jawohl. Und du hast jetzt vorher gesagt, oder, von wegen, dass es nicht klar ist, oder? Mhm. Wie was ist. Und ich finde das eben genau der Schwachpunkt, weil es ist eben sehr klar, dass er das bewusst gemacht hat. Ich hätte es viel geiler gefunden, wenn man das offen gelassen hat. Weil du hast das auch gesagt, oder? Für dich war es auch klar, gewesen, Hill, dass er das bewusst gemacht hat. Ja. Also warum? Also Punkt 1 ist schon. Es gibt die Szene vor dem Bett, wo er sein Medizinbuch anschaut. Er ist schon studiert der Medizin. Mhm. Und dort siehst du, wie er Sachen anschaut. Und eins davon, habe ich so interpretiert, ist irgendwas so Milzbranderkrankungen. Mhm. Und dann siehst du, wie er in die Prärie reitet und sieht eine Kuh. Und ich weiß nicht genau, also für mich ist er hat eine gesucht. Und schneidet dann. Und hat auch die Tänzchen angezogen. Tänzchen, also hat gewusst. Wenn er nicht davon ausgeht, dass es kein Milzbrand ist, warum sollte er den Tänzchen da genau. Lassen? Die anderen haben ja auch immer Tänzchen angehabt, wenn sie die Fälle abgezogen haben. Das glaube ich nicht. Ja, nein. Nein, die haben aber so schwere Tänzchen, wenn überhaupt anziehen. Ja, aber sie haben auch Tänzchen. So Chaps und das Zeug ja. Das Ding ist, du siehst und am Schluss siehst du ja auch noch mal, wo der andere schon, der Film schon tot ist, siehst du auch noch mal, wenn er das Seil in der Hand hat und dann hat er auch die Tänzchen an. Ja. Also er hat genau gewusst, woran er gestorben ist. Also ich glaube, das hat er schon. Also für mich ist klar. Du hast immer so, meistens in einem Film, wenn du am Anfang so eine kurze Szene siehst, weißt du gerade, okay,
irgendwann kommt es raus. Das ist der McGovern. Ja. Am Anfang ist der Combo-Patcher, also der Phil, mit seinen Buddies, sind sie durch die Prärie gegangen. Es ist hinten eine tote Kuh. Und er sagt, wartet jetzt noch an, macht den Bogen drum. Mhm. Das ist immer so ein Zeichen. Er ist immer aus dem Weg gegangen, der tote. Ja, das haben sie ja, nachdem er gestorben ist, hätte das sein Bruder genau. Gesagt. Ja, erstaunlich, er macht doch immer, er langt ja nie nur ein krankes Tier an. Genau, und das war so ein bisschen für mich so ein Anspiel. Mhm. Die Schwäche habe ich aber schlussendlich einfach gefunden, dass du hast einerseits der Junge, der das Rind sucht, sich rausschneiden, das Ganze. Dann hast du eigentlich die Mutter, die dann die Pfeile verschenkt und auch ja immer verbrennt. Mhm. Und dann gibt es dann die Natives, die noch fragen. Und er hat am Schluss aufgrund von dem, weil er kein Rind, also kein Leder mehr hat, auch aufgrund, weil er keine Pfeile mehr hatte, braucht er plötzlich nochmal ein Stück Streifen. Yes. Genau. Und dann, ich habe ein Stück. Für mich ist das zufällig, auch so ein bisschen zufällig. Aber es ist lustig, dass ich jetzt das gesagt habe, oder? Dass er eben immer halt denen so auf die Distanz gesehen, oder dass er sicher gesehen, was das so geht. Weil es ist das Geile, ist ja, also das Geile. Milzband heisst sie auf Englisch wie? Genau, Anthrax. Mhm. Und er hat immer einen grossen Bogen gemacht um. Anthrax! Yeah! Das ist aber ein scheiß Lied, wenn ich es so oft habe. Liebe Zuhörer, das ist die Band Anthrax. Jo. Und um die hat er immer einen grossen Bogen gemacht. Mhm. Ich lebe auch das Slayer-Konzert gesehen. Wahrscheinlich. Es würde auch mehr zu seinem Naturell passen. Ja, klar. Slayer! Das ist ein einfacher. Ja. Aber ja. Gut. Voilà. Ja, nein, also lustig. Also für mich ist eigentlich auch klar gesehen. Ich habe nicht ganz, also klar, er hat halt seine Mutter schlecht behandelt. Es ist vom Alkoholikgründen geworden. Er hat gemerkt, dass ja, aber ist er dort schuld dafür? Ich glaube nicht. Ja. Ich sehe das nicht so. Oder? Ich sehe das nicht so. Mal, es ist ja so, sie bekommt das Klavier, damit sie ja dann am Gouverneur ein bisschen was vorspielt. Sie sagt immer so, ich kann im Fall nicht gut spielen. Offensichtlich, ja. Und dann ist halt auch oben gesehen und du fühlst ja dann auch immer, wenn sie versucht hat, ein bisschen zu üben, ist auch mit seinem Banjo gekommen und hat mal ein Solo abgerissen. Und das habe ich aber so interpretiert. Also, wieso hat die andere gesoffen? Da war für mich vor allem der George dran schuld gewesen. Er nimmt sie dort an, bringt sie in eine Situation, die ihr gar nicht behagt, tut sie in die Situation drängen. Und dort, wo dann der Film mit dem Ben schon runterkommt, hat ja schon vorher gesagt, sie spielt schon wieder Klavier. Ich kann es nicht mehr hören. Und mein, sorry, wenn du es besser kannst und ständig hörst du das Zeug da unten falsch und musst das den ganzen Tag an, also irgendwie drei Stunden. Für mich ist er runtergekommen und hat er einfach gesagt, so sind die Töne! Also hat er nicht, also vielleicht bin ich jetzt falsch, aber hat sie nicht da oben gekommen im Governor? Ja, das ist dann später gesehen. Dann ist der Phil gekommen und hat gefunden, so, was ist denn das für eine Stimmung, bla, und hat sie Scheiße gespielt und dort hat sie angefangen, dann sich was hinterher zu geben. Nein, das hat sie schon viel früher. Nein. Ich glaube tatsächlich, also viel ist sicher auch Brandbeschleuniger gewesen. Absolut, ja. Aber ich glaube, es ist vor allem einfach, sie hat halt keine Funktion mehr gehabt. Vorher hat sie da die Bikes gehabt, sie ist ständig auf der Bike gewesen, hat ständig etwas zu tun gehabt, hat noch den Sohn gehabt, wo sie müssen schauen. Und dort ist halt alles weg gewesen, oder? Der Sohn hat sich andersweitig beschäftigt, oder? Mit irgendwelchen Nackthefte von Anno dazumal anschauen und lernen Seile oder Lasser zu machen. Der Mann war sowieso immer unterwegs gewesen und der Einzige, der ab und zu mal reingelaufen ist, ist einfach der Schwiegerbruder. Schwiegerbruder, was ist das? Schwogo. Der Schwogo. Der Schwogo Cumberbatcher. Schwiegerbruder. Wo sie einfach scheiße behandelt. Oder? Ich glaube wirklich, es ist so alles ein bisschen gewesen. Ja. Und von dem her, obwohl sie ist relativ schnell an der Flasche gehangen. So viel hat es glaube nicht gebraucht. Ich glaube, ganz ehrlich, sind wir ehrlich, sie kommt ja aus dem Gastgewerbe. Und ich will jetzt aber niemandem da nachtreten, aber im Gastgewerbe geht die Moment, meisten aber gerne mal ein. In ihrer Beiz hat sie normalerweise Alkohol nicht toleriert. Sie hat ja nur Wasser serviert.
zum Alkohol zu haben. Sie haben Saloon, sie haben sich mega darüber aufgeregt, wo die Leute Rosen und selber Wein mitgenommen haben und so. Aber vielleicht auch, weil sie früher noch schon getrunken hat. Ganz sicher, ja. Und sie ist ja auch verwitwet gewesen. Voilà. Also irgendetwas muss ich ihr mal in den Tod treiben haben. Bei dir war es einfach. Bei dir war es einfach, wenn Kirsten dort zu laufen kommt. Hi, I'm Kirsten. Ja, toll. Und du springst schon mal in den Er hat ja Selbstmord begangen. Ja. Ihre Ehegatte. Oder ich habe ja mittlerweile gerade vermutet, dass auch der Cody die getötet hat. Das ist jetzt eine Mini-Theorie, die haben wir bis am Schluss aufbewahrt. Ich behaupte ja, also Cody, wie heißt der Sohn? Phil? Nein, das ist eigentlich Peter. Peter. Ah, immer diesen komischen Namen, alles alle gleich. So, Peter. Da würde ich da ganz heimtückisch ja den Phil um eine Ecke bringen mit dem Milzbrand. Und ich glaube, dass ihre Mase im sein Papi sie auch schon schlecht behandelt hat. Und quasi in Alkohol treibt, wie auch immer das halt verstanden das sind. Und auch ihn, weil hochintelligent wirkt ja sie, he? Und ihn auch eigentlich getötet hat. Und das ist eigentlich eher so ein bisschen so eine Norman Bates Psychonummer ist, was du eigentlich ab. Aber wie gesagt, ich glaube, wir hätten wirklich. Hill, das war ja deine Hausaufgabe. Eigentlich hättest du das Buch noch lesen können, weißt du, um ein bisschen mehr Hintergrundinfos bringen. Schade. Ja, ich habe es versucht, aber es ist Novel gestanden, aber ich habe keine Bilder gesehen. Und es ist der Buch schnell durch. Gewesen. Ja, dann ist es not well. Not well. Auf jeden Fall, etwas ganz Spezielles habe ich noch. Und zwar eine kleine Nachricht von der Kirsten Dunst für. Nein, mach das nicht, nein! Sorry. Alte Putzti. Wirklich, nein. Gar nicht mehr ankommen. Da. Längt's. Ja, Pfoten weg vom Schuh, das ist meine. Also. Nein, wirklich. Yo, ich würde sagen, kommen wir langsam zum Resümee, oder? Oder ist noch zu viel? Wenn du noch etwas, willst du noch etwas hören? Ich habe das Gefühl, du wolltest noch viel mehr erzählen. Erzähl ich? Nein, ja. So heilig. Das ist die Zeit. Kann man schon gegen Andy kommen. Okay. Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Und hat jemand noch etwas, was er umnimmt, was loswerden oder besprechen, bevor wir zum Urteil kommen? Nein. Wenn wir urteilen? Ja, fangen wir an, dann mal urteilen. Klatschen. Oder? Ja. Wer klatscht zuerst? Warte, du Alex zuerst klatscht? Ja, das stimmt. Oh, muss ich jetzt klatschen? Ja, klatschst du mal. Ja, okay, ich klatsche. Okay, Power of the Dog, ziemlich überbewertet. Die 12 Oscar-Nominationen finde ich total nicht gerechtfertigt. Vermutlich haben ganz, ganz viele von diesen alten, weissen, dicken Männern das originale Buch gelesen. Haben das vielleicht ist das ihr Lieblingsbuch gewesen, in Jugendzeiten. Haben es toll gefunden, dass man so viel reininterpretieren kann. Und im Film hat man jetzt einfach so viel offen gelassen, dass keiner enttäuscht worden ist. So kann das ja auch funktionieren. Aber für mich ist das ein bisschen zu wenig. Tolle Bilder, tolle Kulissen, jawohl. Score hat man relativ viel versaut. Die meisten Schauspieler habe ich jetzt auch relativ überbewertet gefunden. Einzig bemerkenswert habe ich den Cumberbatch gefunden. Aber trotzdem, wegen der Kulissen und der Bilder, gibt es noch ein 2,5 von mir. Mhm. Okay. Ja, ich glaube, ich habe schon gesagt, der Film war ohne den Starcast wäre der untergegangen. Hat der keine Sau interessiert. Oder nicht in diesem grossen Rahmen. Und ein weiterer Punkt, warum der vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat bei der Academy, ist halt auch Western-Setting. Drama im Westen. Das lieben sie einfach unsere Kollegen vom anderen Kontinent. Das finden sie einfach geil. Oh, die guten alten Zeiten, wo Männer noch Männer und Frauen noch Frauen gesehen sind. Das ist halt einfach, ja. Und auch wenn es hier natürlich diverse Brüche in dem Ganzen gibt, dann ist natürlich, dann fühlen sich so Academy-Leute gerade noch mehr bestärkt in. Also, es ist schon ein bisschen anders als das, was wir so kennen. Es ist nicht John Wayne-artig und so, oder? Und das macht es noch nicht zu einem grossartigen Film. Ist es einfach nicht. Er ist aber für mich nicht ganz. 2,5 von 5 Sternen, wie sie das Spike hat, das war so ein Durchschnittsfilm. Das würde ich jetzt schon nicht geben. Ich finde wirklich, Kamera und Setting sind schon nochmal ein bisschen besser. Aber mehr als 3 von 5 Sternen gibt es auch von mir nicht. Für mich ist er ist da, aber mir ist es nicht. Also, ich könnte auch gut ohne sein. Spikey? Du hast schon gesagt. Das ist du hinten dran. Das, ja, jetzt habe ich schon gedacht. Ich wollte dich nur wieder wecken aus deinem Curse and Dance-Traum.
Ja, ich fantasiere gerade. Ja. Allerdings ist es ein Genre-Mix beim Horror gelandet. Jawohl! Meine Befertigung. Befertung. Also, wie lange hast du da vorbereitet? Das ist mir gerade spontan. Wirklich? Die Befertung. Das ist einfach der Beste von uns. Wir können nichts. Wir sollten aufhören. Ja. Mikrofon ruhig stellen. Hilde, sollst einfach mehr reden. Wirklich. Ich versuche es. Das ist gut. Darf ich? Ja, ja. Okay. Wäre schön. Mach mal. Ich muss sagen, ich habe recht. Doch endlich. Ich habe recht, wenn ich sage, jetzt, ja, wenn jetzt die Schauspieler nicht gesehen wären, schlussendlich sind sie halt hier gesehen und sie haben da den Film noch mal ein bisschen aufgehabt. Leistung oder Schauspieler und nicht alle sind okay gesehen. Cumberbatch, da hat es, ich sage jetzt mal, hat's gut gemacht. Seine Hose haben mir gefallen, wenn er mal rumgelaufen ist mit so Bärenbein. Mm. Und so eine, es ist immer eine Cowboy-Höhe, es ist ein bisschen so eine kleinere gesehen. Aber da war das Kostüm dann Dings. Nein, so ein schöne Landschaftsbilder, Kamera habe ich gut gefunden gehabt. Vom Setting, wie gesagt, gehört glaub auch zu Landschaftsbildern. Was mich halt ein bisschen genervt hat, also genervt ist halt, ja. Das Problem ist halt immer, wenn du einen Film hast, der 2 Stunden geht, muss es so lang sein. Ja, ich meine, du hast jetzt wirklich den Film eigentlich können auf 1 Stunde reduzieren, weil so viel einfach. Auf 1 Stunde? Also jetzt übertreibe ich gerade. Okay. Nein, du hast halt so viel Bilder und Sachen gesehen. Ich meine, die Story selber ist eigentlich ziemlich, ich sage es mal, dünn. Viel ringsherum ist halt wirklich so das Western ein bisschen. Wie sie dort mit der Rindu Zeugs und Sachen machen. Wie gesagt, mir gefällt es ab und zu, wenn man einen Film schaut, wo jetzt, ich sage es mal, die Handlung ein bisschen Nebensache ist und es ist auch so, wie sie halt ihren Tagesablauf haben und so. Und denen, das ist ja bei mir Pluspunkt gewesen. Für mich gibt es 3,5 Sterne von 5. Das ist so auch, wo ich da zuordne. Also der Oscars ist jetzt ja Nebensache. Es ist kein Einfluss. Nein. Für da mich. Bin ich bei dir. Ich habe letztens gesehen, irgendwie, es kristallisiert sich aus. Es sind, glaube ich, 3 Filme. Das ist eigentlich noch, ich weiß nicht, ob es Hauptdarsteller war. Nein, also generell der Film. Da ist schon Dune gesehen, The Dog, da jetzt, im Cumberbatch. Und dann war irgendein Bild von Will Smith. Ich rede also, King Richard. Yep. King Richard. Yep. Ich habe Glück. Das geht um Serena, also die Williams-Schwester, Serena und Venus. Mhm. Er spielt glaube ich, Vater. Ganz genau. Ja. Wenn er sie eigentlich so zum Erfolg getreizt hat und so. Und dann hast du ja ganz oft gehört, dass das ziemlich. Also ein rechter Trigger sind für Leute, die so einen Vater haben, wo sie auch so getreizt hat. Und weißt du, zum Erfolg und so. Also meinst du wieder Jackson? Ja. Ich glaube auch, der wird Oscar gewinnen. Bin ich fast sicher. Ich kann den Film nicht sehen, aber das ist so, das wird so passen. Ja, toll, vom Fresh Prince zum King Richard. Naja. Genau. Ja, nein, ist ja nicht alles schlimmer als schlechter nehmen, aber ja, das ist für mich so eigentlich fast klar, dass der wird gewinnen. Aber das könnte man eigentlich noch machen. Das machen wir vielleicht noch. Machen wir vielleicht auf Insta oder so. Also, du geben wir alle unsere, weißt du, für die 5, 6 Hauptkategorien geht jeder von uns seine Tipps ab. Also du sagst jetzt, er gewinnt den Oscar, indem er seine Töchter mit einem Schlappen verschlägt. Ganz genau. Es ist eine amerikanische Geschichte, oder? Vom Tellerwäscher. Und man darf nicht vergessen, die Töchter sind schwarz. Ja, hey, und er ja auch. Ja, nein, es ja ist, das kann man das ausblenden. Meint sie ja auch, das ist jetzt auch noch ein wichtiger Punkt, oder? Mittlerweile. Das ist so, ja. Gut. Aber um das geht es nicht. Nein. Chill dir mal. ja, machen wir weiter, oder? Ja, nächstes Film darf ich bringen. Das ja, ist so, ja. Da. Ja, und ich habe mir da viel Gedanken gemacht, weil ich habe mir da vor allem auch ein bisschen auf euch gelassen. Ich fand so, hey, Hill, ich mag dich so, aber der Hill ist halt schwer griffbar und der Spike ist schon ein bisschen einfacher. Und ich habe vor allem beim Spike herausgefunden, hey, wenn es etwas gibt, wo man gerne darüber redet, dann ist es über Kirsten Dunst. Ja. Und dann habe ich überlegt, so, ja, dann muss ich einfach einen Film suchen, den ich toll finde, dass sie die Hauptrolle hat. Und das ist Melancholia vom Lars von Trier. Der wird in der nächsten Woche besprochen. Auf Spike weiß ich so nicht, aber wir haben ja schon vor ein Porträt, was sie jetzt machen. Das ist korrekt. Ein 8-stündiges Extravaganza Nonplusultra. Das ist auch richtig so, das ist wichtig. Es braucht vor allem dann auch mal jemanden, der die Wahrheit sieht.
Voilà, bitte. In dieser Folge machst du nicht mit. So viel ich noch nicht. Hey, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf den sozialen Medien. Gebt uns, egal ob jetzt auf Spotify oder Apple Music, Apple Podcast, wo auch immer, zuhört. Gebt uns die 5 Sterne. Das tut uns mega, mega helfen. Mhm. Empfehlen uns an eure Filmkollegen weiter, wenn ihr das nächste Mal ein Gespräch habt mit jemandem über Film. Gerne Kommentar, machen Daumen auf. Ja, folgt uns überall noch nicht heim. Schreibt uns E-Mail und Brief. Was? Ihr kennt das Prozedere. Nachher MSN oder wie? Und das Wichtigste ist, dient kein Seil machen aus einem Milzbrand befallenen Rind. Mache gar kein Seil. Auch gut. Tschö! Adieu! Arbeitsmodus gesehen.